Borussia Mönchengladbach scheitert in Stuttgart und jetzt kommt Dortmund in den Borussia-Park und die Stöger-Elf ist momentan in guter Verfassung. Der 1. FC Köln braucht auch wieder Punkte und der SC Freiburg hat trotz der Niederlage bei Hannover gute Karten im Abstiegskampf. Diese hat auch wieder der VfB Stuttgart nach dem 1:0-Sieg gegen Gladbach gute Partie abgeliefert, gekämpft, das was es im Keller braucht. Ebenfalls wie der SV Werder Bremen. Schöner Sieg gegen Wölfe, die Bayern empfangen und nicht untergehen wollen. Das alles am 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der 23. Spieltag in der Bundesliga steht an mit den Partien Hertha BSC gegen Mainz 05, Köln gegen Hannover, Freiburg gegen Bremen, Leverkusen zu Gast in Hamburg, Wolfsburg gegen Bayern und Schalke gegen Hoffenheim. Am Sonntag Augsburg gegen Stuttgart, Gladbach gegen Dortmund und am Montagabend Frankfurt gegen Leipzig. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Freut mich, das immer zu lesen, dass da so viele eifrig dabei sind. Wenn euer Ergebnis in der Prognose nicht kommt, ich sag's immer wieder gerne, ich kann nichts dafür, wie die Prognose ausgeht und ich kommentiere es eben so, wie es gespielt wird. Es tut mir auch teilweise in der Seele weh, was FIFA da macht, aber es ist eben so und da spiele ich die Spiele nicht so oft, bis das Ergebnis kommt, das ich mir wünsche. Ansonsten, wenn es euch später gefällt, würde ich mich über eine Bewertung oder ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten jetzt viel Spaß, bis später und tschüss. Das Freitagabendspiel in der Bundesliga lautet Hertha BSC gegen Mainz 05 und die Hertha konnte durch den Sieg in Leverkusen den Vorsprung auf Platz 16 auf 10 Punkte erhöhen. Der Direktvergleich gegen Mainz sieht auch positiv aus. 12 Siege, 13 Unentschieden und 7 Niederlagen. Die Mainzer konnten das Hinspiel gewinnen mit 1:0 haben, aber mit Köln die schlechteste Abwehr. 41 Gegentore stehen da auf dem Negativkonto. Am Freitagabend war im Olympiastadion der erste FSV Mainz 05 zu Gast und bei den Gästen, da kriselt es so richtig. Die Herthaner hingegen konnten in einem starken Auswärtsspiel Leverkusen schlagen und wollen jetzt auch zu Hause mal wieder gewinnen. Das klappte in der Rückrunde bislang noch nicht und mit dieser Aufstellung sollte es geschafft werden. Die typische Aufstellung 4-2-3-1, Selke in der Spitze. Beim ersten FSV Mainz 05 Zentner im Kasten, davor Hack, Bell und Donati. Brosinski und Balogun gehören eigentlich mit in die Fünferkette, die Doppelspitze bilden. Emil Berggren, der Torschütze vom letzten Wochenende gegen Hoffenheim und Muto in der Doppelspitze. Und die Gäste fangen gar nicht mal so schlecht an diesem Freitagabend. Das ist Jibame, der spielt auf Nigel de Jong, der hat die Übersicht und der erste Torschuss kommt von Giulio Donati, der Außenverteidiger wird da bedient von Nigel de Jong, verfehlt das Tor relativ knapp, Rune Jahrstein muss nicht eingreifen. Dann kam die Hertha da auch mal nach vorne. Das ist Wladimir Darida, der sein Comeback gegen Leverkusen gegeben hat. Salomon Kalou mit der guten Übersicht. Schöner Pass und da ist eben angesprochener Wladimir Darida, schießt allerdings Zentner ziemlich genau in die Arme. Vor der Pause nochmal die Gastgeber, Davy Selke und wieder Darida. Um den drehte sich viel. Kalou mit der Flanke. Jibame klärt den Ball nicht zielführend genug. Plattenhardt dann aus der Ferne mit dem Abschluss, aber genau in die Arme von Zentner. Es stand 0:0 zur Pause. Wir springen in den zweiten Durchgang. Mainz auf dem Weg nach vorne. Emil Berggren auf Danny Latzer. Der hat die Übersicht. Schöner Ball auf Brosinski und der Außenverteidiger kann ja eigentlich mehr draus machen. Also es hätte aber trotzdem nicht gezählt. Es war abseits, richtig gesehen. Dann Mainz wieder eigentlich auf dem Weg nach vorne mit dem Ballverlust. Darida, Selke und dann ging es schnell über die linke Seite. Salomon Kalou. Zentner hat den Ball erst gehalten und dann kriegt Mitchell Weiser den Ball direkt auf den Schlappen. Zweites Saisontor für ihn. 1:0 für die Hertha. Zentner kriegt den Ball nicht richtig weg. Allerdings bekommt er davon seinen
Abwehrleuten auch keine Unterstützung und dementsprechend kassieren sie die Quittung. 1:0 für die Hertha, aber Mainz ließ das nicht lange auf sich sitzen, kam dann wieder nach vorne. Die Auswärtsfans waren wieder bedient, bis Danny Latzer zum Ausgleich zuschlagen konnte. Die Fans waren wieder einigermaßen besänftigt. Wie gesagt, da hatte es ordentlich gekracht nach schwachen Spielen, nach vielen Gegentoren. Sie stabilisierten sich gegen die Hertha. Hier lässt Latzer Jahrstein keine Chance. Und so dann eben 1:1. Aber Hertha kam nochmal. Sie wollten gerne gewinnen. Per Siljan Sjelbred auf Davy Selke. Der kommt über die linke Seite. Macht erstmal ruhig, bringt da die starke Flanke. Hack kriegt den Ball erstmal nicht geklärt. Kalou macht die nochmal scharf. Darida, Selke mit dem Abschluss. Aber nicht zielführend genug. Das war's. Die Hertha schlägt Mainz nicht und muss sich am Ende mit einem Punkt begnügen. Die Mainzer sind wieder etwas stabiler geworden und gehen mit einem Punkt ins nächste Heimspiel. Die nächste Partie am Samstagnachmittag dann. Köln gegen Hannover. Die Kölner haben seit 2011 keinen Heimsieg gegen Hannover erzielen können, aber in den letzten 4 Heimspielen in der Bundesliga konnten sie 7 Punkte einfahren. Die Hannoveraner haben im letzten Spiel starke Freiburger bezwingen können. Das Hinspiel zwischen diesen beiden Teams endet torlos 0:0. Im Rhein-Energie-Stadion war am 23. Spieltag Hannover 96 zu Gast beim 1. FC Köln. Die Gastgeber liefen wie folgt auf: Horn im Tor, davor die Viererkette mit Hector, Heinz, Georges Schmere und Sörensen auf rechts außen. Jojic dann links außen, Lehmann, Höger auf der Doppel-6, rechts Marcel Risse und in der Doppelspitze Terodde und John Córdoba sollten für die Tore sorgen. Bei Hannover Czauner im Tor, wie gehabt. Davor in der Dreierkette Sané, Sorg und Korb. Hat sich ja bislang bewährt. Oscholek, Ellis, Fossum und Anton davor. Und in der Dreierspitze Bebu, Füllkrug und Felix Klaus. Ellis gehört natürlich in die Innenverteidigung. Da hatte die Grafik ein kleines Problem. Wir starten in die Partie und der 1. FC Köln war durchaus gut in diese Partie reingekommen. Jojic und der erste Abschluss. Allerdings noch einigermaßen harmlos, weil Korb dazwischen war. Beziehungsweise in dem Fall war es nicht Korb, sondern Sorg. Aber Hannover spielte auch nach vorne. Ilas Bebu ist das, der den Ball treiben kann, sich da wendet und das Aluminium trifft. Größte Chance der Partie bislang Hannover 96. Allerdings noch nicht mit dem Glück auf der eigenen Seite. Und dann setzte sich Jojic gegen Korb durch und brachte einen überragenden Schuss aufs Tor und Risse staubt dann ab. Gab es ein Comeback gegen Eintracht Frankfurt nach ewiger Verletzungspause und schlägt jetzt im 1. Heimspiel nach seiner Rückkehr zu. Korb kriegt den Ball nicht geklärt. Jojic stand. Schöner Abschluss. Czauner kann nur hinterher schauen. Und Risse ist dann am handlungsschnellsten. Kopfballtor von Marcel Risse. Aber vor der Pause kam nochmal Hannover. Felix Klaus, Füllkrug. Das ist Ivar Fosso mit der Übersicht. Und Köln kriegt den Ball nicht geklärt. Ilas Bebu macht es nochmal scharf. Klaus, Aluminium. Oscholek im Tor, aber keine große Freude. Abseitssituation. Schauen wir nochmal drauf. Knapp, aber richtig. Zweiter Durchgang. Köln bekam wieder mehr Zug nach vorne. Cossiello ist das, der sich da zu lange mit dem Ball bewegen kann. Dann Terodde in der Schnittstelle sieht. 2:0 Hannover. 96 schaltet sich selbst aus, weil sie Cossiello nicht stellen, nicht stören können. Und Terodde dann viel zu frei ist. 58. Spielminute. Der 1. FC Köln geht mit 2:0 in Führung. Czauner hat keine Chance aus kurzer Distanz. Kann sich vergeblich strecken.
und kassiert das zweite Gegentor. Und Köln spielte sich jetzt in einen Rausch. Marcel Risse und LS macht es dafür seinen eigenen Keeper sehr gefährlich. Schauner rettet allerdings noch vor der Linie. Und dann Hannover. Sie wollten den Anschluss holen, aber Harnik mit dem Fehler dann. Und Köln konnte kontern. Pizarro mittlerweile eingewechselt. Schöner Ball auf Simon Zoller. Und der, was macht er? Hat die Übersicht. Marcel Risse, Doppelpack. 3:0 für Köln. Die Entscheidung für den Tabellenletzten ist gefallen. Auswärts läuft es bei Hannover ja sowieso nicht sonderlich gut. Die letzten beiden Spiele waren zwar durchaus positiv gestaltet. Hier allerdings unterliegen sie klar dem 1. FC Köln mit 3:0, der jetzt wieder mehr Luft im Abstiegskampf schnuppern kann. Die nächste Partie dann am Samstag um 15.30 Uhr im Schwarzwaldstadion. Freiburg gegen Werder Bremen gegen Hannover 96. Eben gesehen ist die Superserie von Freiburg ohne Niederlage in der Bundesliga gerissen. Das letzte Heimspiel gegen Bremen ging auch 2:5 verloren und sie haben 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Das Hinspiel ging 0:0 aus, der positive Direktvergleich liegt auf Seiten der Werderaner. 22 Siege, 6 Unentschieden und 9 Niederlagen. Im Schwarzwaldstadion war der SV Werder Bremen zu Gast und die beiden Teams, die hier aufeinander trafen, die sind wohl im Abstiegskampf mit die stabilsten. Sie spielen guten Fußball. Auch wenn beim SC Freiburg die Serie letzte Woche in Hannover gerissen ist, sollte es heute mit gleicher Aufstellung gegen den SV Werder Bremen wieder siegreich zugehen. Oder zumindest ein Punkt sollte drin sein im eigenen Stadion. Der SV Werder Bremen allerdings kommt auch mit einer breiten Brust mit dem 3:1 gegen Wolfsburg. Delaney ist wieder von Beginn an dabei. Ansonsten keine Veränderung in der Startaufstellung und Belfodil aus Frankreich wieder zurück auf der Bank. Die Bremer starteten besser in die Partie. Gebre Selassie über die rechte Seite bringt den Ball auf Eggestein. Das ist Junuzovic und der hämmert den Ball einfach mal unter die Latte. 15. Spielminute 0:1. Die erste Möglichkeit der Partie bringt direkt mal den Führungstreffer. Da gehen die Freiburger nicht resolut genug dazwischen. Lassen Eggestein Junuzovic bedienen. Und der hat einen überragenden Abschluss. Das wissen wir nicht erst seit heute. Nichtsdestotrotz, hier hat er erstmal wieder unterstrichen. Ansonsten ging die erste Hälfte an den SC Freiburg. Das ist Christian Göntner mit der Vorlage auf Höhler. Sie hatten mehr Spielanteile, es fehlten allerdings die großen Chancen. Hier Lukas Höhler, der bislang noch glücklos ist beim SC Freiburg, zumindest was die Tore angeht, haut den Ball hier über die Latte, aber nur wenig später. Nächste Aktion, ähnliche Aktion. Da war nicht genügend Druck hinter. Pavlenka muss sich da zwar recken und strecken nach dem Schuss von Koch, nichtsdestotrotz, so richtig große Gefahr ist das nicht, es sei denn, er hätte sich verschätzt. Dann Freiburg auf dem Weg nach vorne, kurz vor der Halbzeit. Und dann kommt Kainz und macht das 0:2. Die Gäste aus Bremen schlugen eiskalt zu und machten ihre Chancen einfach rein. Was einem ja so häufig im Abstiegskampf passiert ist, dass man aus seinen Chancen die Dinger zu selten macht. Hier ist es andersrum. Bremen hat wenig Chancen und verwandelt die dann wie eine Spitzenmannschaft. In der zweiten Halbzeit aber der SC Freiburg auf dem Weg nach vorne. Es war allerdings relativ schwer gegen kompakt stehende Bremer hier etwas rauszuholen. Pavlenka kann sich da bei seiner Hintermannschaft bedanken. Die standen sehr stabil, weswegen er kaum etwas auf seinen Kasten bekam. Aber es kam auch was. Caleb Stanko nach 69 Minuten, halb lupft er ihn, halb zwirbelt er ihn oder wie auch immer man das nennen möchte, aber Pavlenka war voll auf der Höhe und so kam eine Viertelstunde vor dem Schluss Max Kruse zur Möglichkeit, zur Entscheidung, schließt dann aber etwas zu überhastet ab und trifft nur
das Außennetz. Aber den Freiburgern lief natürlich die Zeit davon. Wenn sie nochmal hier was reißen wollten, müsste der Anschlusstreffer endlich her. Wir sind schon in der 86. Spielminute über die linke Seite. Der SC Freiburg, da war Bremen jetzt ein wenig offen. Schöne Flanke von Höhler und Manuel Gulde bringt den Sportclub wieder ran. Zweites Saisontor für ihn. Per Kopf macht er das überragend. Läuft schön ein, die Lady kommt nicht mit. Allerdings kam dieses 1:2 zu spät. Freiburg hätte sicherlich am Ende durchaus einen Punkt verdient gehabt. Aber der SV Werder Bremen schlug eiskalt zu und stand in der Verteidigung kompakt, weswegen dieser 1:2-Sieg auch durchaus in Ordnung geht. Ebenfalls am Samstag um 15.30 Uhr der HSV empfängt Bayer 04 Leverkusen. Aus den letzten 4 Heimspielen gegen Bayer 04 Leverkusen konnte der HSV 10 Punkte erzielen. Allerdings in der letzten Zeit unter Hollerbach zwar gute Spiele, aber keine wirkliche Punkteausbeute. Leverkusen konnte das Hinspiel 3:0 gegen den HSV gewinnen und der Direktvergleich sieht auch einigermaßen positiv aus. Relativ ausgeglichen, aber etwas pro Leverkusen. 31 Siege, 20 Unentschieden und 30 Niederlagen. Was bringen dem HSV gute Spiele, wenn sie keine Punkte mitnehmen können? Gegen Leverkusen zu Hause lief es allerdings immer mal wieder gut in schlechten Phasen in der Liga. Und so sollte es dann auch heute werden. Papadopoulos nach Gelb-Rot-Sperre wieder dabei. Ansonsten keine Veränderung gegenüber dem doch eigentlich ordentlichen Spiel gegen Borussia Dortmund. Kostic und Wood, die bewährte Doppelspitze, sollte mal wieder zuschlagen. Bei Leverkusen auch keine Veränderung gegenüber dem doch recht schwachen 0:2 gegen Hertha BSC. Bis auf Bailey, der zurückkehrt. Linkes Mittelfeld jetzt für Julian Brandt und vorne Alario und Volland sollten für die Tore sorgen. Der HSV allerdings startete ganz gut in die Partie. Sehr kompakt, ließ nicht zu und setzte dann Nadelstiche immer wieder. Das ist Douglas Santos, der mit nach vorne mal gekommen ist und Leno gleich doppelt testet. Leno allerdings ohne größere Probleme kann den Ball im Endeffekt festhalten. Dann kam Leverkusen auch mal aus der Deckung. Alario auf Bellarabi und wieder Alario, der da eigentlich mehr draus machen kann, vielleicht sogar das 1:0 schon erzielen muss. Trifft den Ball nicht optimal, ist nicht in perfekter Schussposition, aber der anschließende Eckstoß sorgte auch für Gefahr und zwar für diese 0:1. Sven Bender, 26. Spielminute, bringt den Gast in Führung. Das war nicht wirklich verdient. Der HSV hatte eigentlich die bessere Spielanlage. Und das wollten sie dann auch gleich wieder zeigen. Fehler von Bender, Abschluss von Aaron Hunt, aber zu schwach. Also, sie lagen wieder 0:1 zurück, trotz einer ansehnlichen Partie. In der zweiten Halbzeit allerdings wollten sie das ändern und münzten ihre Chancen auch in Tore um. Bobby Wood, Ausgleich. 51. Spielminute, der HSV ist wieder zurück. Der Auftakt nach Maß in die zweite Halbzeit. Und das war auch hochverdient. Sie belohnen sich für einen engagierten, für einen wirklich guten Heimauftritt. Aaron Hunt mit der Vorlage und Leno hat dann Pech, dass der Ball von seiner Hand nicht übers Tor geht, sondern knapp die Latte verfehlt. 1:1 also und der HSV hatte jetzt Blut geleckt. 62. Spielminute, Freistoß aus dem Halbfeld. Kostic erstmal nicht gut getreten, allerdings macht er den Ball gleich nochmal scharf. Mit seinem rechten Fuß bringt er die Flanke und das wieder Bobby Wood. 64. Spielminute, der HSV dreht die Partie zu eigenen Gunsten. 2:1 für den HSV. Bernd Leno ist bedient, wird da von seiner Verteidigung im Stich gelassen. Vielleicht auch etwas überrascht, dass Kostic mit rechts eine Flanke zustande bringt. Und Arangis ist nicht dicht genug an Bobby Wood dran. Und so dann eben
das 2:1. Und der HSV wollte die Partie jetzt entscheiden. Schöner Ball von Ekdal auf Douglas und der verfehlt in der 70. Minute das 3:1. Um ein Haar hätte er hier die Partie schon entschieden. Hätte es eigentlich machen müssen. Ist aber eben kein Abschlussstürmer. Und so kam Leverkusen. Dominik Kohr eine Viertelstunde vor dem Ende hat die Übersicht. Das ist Wendell mit nach vorne gekommen. Brandt, das geht zu einfach. 2:2. Fünftes Saisontor für den deutschen Nationalspieler. Und damit der Spielstand wieder egalisiert. Sie waren eiskalt vor dem Tor. Die Möglichkeiten, die sie hatten, nutzten sie. Und so dann eben der Ausgleich. Dabei blieb es dann am Ende auch. Der HSV spielte wieder eine gute Heimpartie, konnte sich im Endeffekt nicht belohnen. Allerdings macht dieser Auftritt dennoch Hoffnung für die restlichen Spieltage. Das vierte und damit letzte Samstagnachmittagsspiel lautet Wolfsburg gegen Bayern. Der negative Direktvergleich sticht natürlich tief ins Herz des VfL. 4 Siege, 8 Unentschieden, 37 Niederlagen. Das letzte Heimspiel verlor man sogar mit 0:6. Das Hinspiel allerdings konnten die Wölfe 2:2 positiv gestalten. Der FC Bayern allerdings hat 12 Pflichtspielsiege in Folge und möchte das auch heute bestätigen. Die Ausgangslage vor dieser Partie war eigentlich klar. Der VfL Wolfsburg empfing den FC Bayern München. Und diese Aufstellung des VfL sollte es heute reißen. William, der nicht wirklich gut gespielt hat gegen Bremen, wie eigentlich viele in der Mannschaft, trotzdem wieder von Beginn an dabei. Aber Steffen über die linke Seite, vorne spielt wieder Divock Origi. Und im 4-2-3-1 sollte es dann diesmal gegen die Bayern klappen. Zumindest sich gut schlagen, auch wenn das im Abstiegskampf keine Punkte bringt. Wäre ein souveränes oder ein starkes 0-0 oder vielleicht 0-1 sogar ein durchaus erachtenswerter Erfolg. Nichtsdestotrotz, wie im Hinspiel, ein 2:2 wäre noch optimaler. Aber die Bayern kamen schon früh in die Partie. Thomas Müller trifft aber erstmal nach Vorlage von Lewandowski erstmal nur den Außenpfosten. Aber die Bayern machten von vornherein klar, wer hier der Favorit ist und wer hier die drei Punkte ohne Wenn und Aber mitnehmen wollte. Alaba hat da viel zu viel Freiräume. Schöner Ball auf Ribéry. 0:1, 20. Spielminute. Die Partie war in eine Bahn gelenkt. Castils versucht da seine Mannschaft etwas nach vorne zu peitschen, wieder auf die Spur zu bringen. Aber das war zu einfach. Alaba mit dem Ball, mit seinem rechten Fuß, der ja nicht mal sein stärkerer ist, hat da so viel Freiräume, dass der ohne Probleme ankommt. Und von Ribéry sind die Gegenspieler zu weit entfernt. Und es kam noch härter. Corentin Tolisso, wieder Vorlage Lewandowski. Beziehungsweise jetzt Vorlage Lewandowski. Der erste kam ja von Alaba. Das ist viel zu einfach. Ist natürlich auch ein schöner Schuss, aber so stand es 0:2. Ohne dass der FC Bayern hier wirklich sich richtig anstrengen musste. Zu allem Überfluss, 45. Minute. William legt Arjen Robben, klare Sache. Elfmeter in der 45. Lewandowski, 0:3. Es ging hier Schlag auf Schlag. Der VfL Wolfsburg ging unter. In der Vorsaison gab es in diesem Stadion schon ein 6:0, was ja den Wolfsburgern mal so richtig die Augen öffnete. Und dieses 0:3 zur Halbzeit sollte den Wölfen dementsprechend ebenfalls aufweisen, was es für Fehler gibt. Und es wurde nicht besser. Bayern spielte munter weiter, aber Kun Castells konnte jetzt mal was machen. Wurde weitestgehend von seiner Mannschaft alleine gelassen. Dann kam sogar mal der VfL Wolfsburg. 69. Spielminute. Arnold mit dem Eckstoß und Diawogi
bringt den Ball sogar mal auf das Tor, aber auf der Linie steht dann auch David Alaba, der den Ball einfach raushaut. Aber die anschließende Aktion geht wieder auf das Konto der Wölfe. Maxi Arnold, Vorlage auf Mali. Und dann symptomatisch steht Dimata dazwischen. Die Wölfe-Fans machten es mit Galgenhumor wieder wett. Aber es kam noch härter. 0:4, 84. Spielminute. Franck Ribéry mit dem Doppelpack. Und hat irgendeiner gesagt, dass der zu alt sei, dass der nicht mal über die 90 Minuten gehen kann? Er eröffnet diesen Torreigen und beschließt ihn auch wieder. Müller mit der Vorlage. Ribéry mit dem Auge. Zwirbelt den Ball ins lange Eck, wo Castells keine Chance hat, ranzukommen. Und so unterliegt der VfL dem FC Bayern 0:4. Sie waren heute einfach nicht auf der Höhe, nicht mal ansatzweise, und müssen gegen gleichwertigere Gegner trotzdem eine bessere Leistung aufs Feld bringen. Ansonsten gibt es auch gegen die keine Punkte. Am Samstagabend dann FC Schalke 04 gegen die TSG aus Hoffenheim. Der FC Schalke ist das erste Mal seit langer Zeit aus den Champions League Plätzen gerutscht und seit 2011 allerdings gegen Hoffenheim zu Hause ungeschlagen, was ein positives Omen für das heutige Heimspiel sein sollte. Das Hinspiel allerdings konnten die Gäste gewinnen mit 2:0, sind allerdings nicht wie zuletzt nur gesehen gegen Mainz sehr anfällig für Gegentore. Das müssen sie abstellen, ansonsten gibt es gegen den FC Schalke nichts zu holen. In der Felddienstarena war zum Topspiel die TSG aus Hoffenheim geladen, die das erste Mal in der Rückrunde gewonnen haben. 4:2 gegen Mainz. Die Schalker konnten sich nach einem guten Auftritt gegen Bayern nicht belohnen. Nastasic ist allerdings jetzt nach Gelbsperre wieder zurück. Dafür fehlt Meier. Gelb gesperrt. Und so sollte es dann gegen formschwache Hoffenheimer, besonders auf des Gegners Platzes, klappen. Baumann im Tor, Vogt, Akpoguma in der Verteidigung. Da gehört Hübner noch dazu. Schulz über links, über rechts. Serge Gnabry. In der Doppelspitze letztendlich Andrej Kramaric und Adam Scholloy. Die Hoffenheimer konnten allerdings gut in die Partie starten. Auswärts hatte es lange nicht mehr gut funktioniert und jetzt kamen sie positiv nach 8 Minuten in die Partie. Aber Naldo war es, der da den Ball ziemlich heiß macht. Fährmann rettet da vor dem Eigentor des brasilianischen Innenverteidigers. Hoffenheim aber mit einer guten Anfangsphase. Kramaric, Nadim Amiri und Schulz mit dem Abschluss. Versucht es da sogar ehrenwert mit seinem schwachen rechten Fuß, allerdings ohne Erfolg. Und Schalke dann auf der Gegenseite. Burgstaller, schöne Flanke. Baumann verschätzt sich. Was ist denn das? 1:0 für FC Schalke 04. Benjamin Stambouli weiß gar nicht, wie er sich freuen soll. Sein erstes Saisontor, womit er den FC Schalke 04 in Führung bringt. Aber was macht Oliver Baumann da? Geht da unter der Flanke hindurch. Die Fans des FC Schalke 04 freut es natürlich. Burgstaller mit der Flanke, die war eigentlich viel zu dicht an den Kasten gebracht. Aber Baumann völlig von der Rolle und Akpoguma verliert das Kopfballduell gegen Stambouli und Schalke davon wie aufgeweckt. Goretzka mit dem Ball nach innen, das ist Schöpf. Erstmal nochmal den Ball raus zu Goretzka, Schöpf mit dem Abschluss. Pfosten, fast das 2:0 aus der zweiten Chance. Scheiterten allerdings relativ knapp, aber vor der Pause nochmal Hoffenheim, Nadim Amiri ist das mit der Flanke. Irgendwie wird er dann wieder scharf gemacht. Ralf Fährmann verhindert allerdings den Ausgleichstreffer. Wäre allerdings vermutlich auch nicht ins Tor gegangen. Zweiter Durchgang war nicht mehr sonderlich spektakulär, weil Hoffenheim nicht viel nach vorne brachte und Schalke sich auf dem 1:0 etwas ausruhte. Kam dann aber zum 2:0. Jeschen Konopianka
mit der ersten wirklichen Torchance, das 2:0 im zweiten Durchgang. Aminarit mit dem Flankenball, Konoplyanka nicht unbedingt als Kopfballmonster bekannt, überlistet Baumann, setzt sich durch gegen Kevin Vogt. Und die Partie war jetzt entschieden, Schalke kam aber nochmal kurz vor Schluss, hätte das noch deutlicher gestalten können. Das ist Amin Harit, völlig frei, wird dann im Endeffekt aber noch gestört und vergibt das 3:0. Der FC Schalke 04 allerdings gewinnt souverän mit 2:0 und die TSG aus Hoffenheim schließt nicht an das 4:2 gegen Mainz positiv an. Am Sonntagnachmittag dann Augsburg gegen VfB Stuttgart. Der Direktvergleich ist für Augsburg positiv. 9 Siege, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen lediglich. Und seit 2012 zu Hause gegen den VfB Stuttgart sogar ungeschlagen. Das Hinspiel endete torlos 0:0 und der VfB Stuttgart steht mit 2 Auswärtspunkten nicht sonderlich gut da. Sonntagnachmittag, die WWK Arena war gut besucht. Der VfB Stuttgart war bei herrlichem Wetter beim FC Augsburg zu Gast. Und die Fuggerstädter haben zwar 0:2 gegen Leipzig verloren, nichtsdestotrotz sind sie positiv gestimmt. Die Saison läuft doch im Großen und Ganzen sehr gut ab. Gregoritsch im Sturm soll natürlich heute wieder treffen, wie schon im letzten Heimspiel gegen Frankfurt, wo sie so überzeugen konnten. Der VfB Stuttgart kommt mit dem 1:0 gegen Gladbach sicherlich auch gerne in die Partie, auch wenn es auswärts nicht gut läuft in dieser Saison. Da stehen lediglich 2 Punkte. Aber dieses Konto sollte mit Gomez und Ginczek in der Doppelspitze erhöht werden. Aber der FC Augsburg startete besser in diese Partie. Jonathan Schmid ist das. Nach 5 Minuten bringt den Flankenball auf Kajubi. Gar nicht so schlecht, dieser Aufsetzer. Aber kein Problem für Ron-Robert Zieler, den aufzufischen. Dann kam auch mal Stuttgart. Santiago Ascasiba und der so stark spielende Erik Tommy. Insua ist das, der auch sicherlich seinen Beitrag letzte Woche zum Sieg beigetragen hatte. Ginczek letztendlich der mit dem Abschluss. Da fehlte allerdings doch ein gutes Stück. Der FC Augsburg allerdings hatte im ersten Durchgang mehr Spielanteile und mehr Chancen. Das ist Kuh mit dem Abschluss. Da fehlt nicht viel, er trifft nur das Außennetz. Sonst wäre Ron-Robert Zieler aber auch in der Ecke gewesen. Größtenteils war dieses Spiel nicht sonderlich ansehnlich, aber wenn, dann kam der FC Augsburg in der ersten Halbzeit. Michael Gregoritsch auf Rani Khedira, das geht ein bisschen zu einfach. Kuh mit dem Abschluss wieder. Fehlt ihm allerdings noch die Präzision, das 1:0. Sollte ihm noch nicht gelingen. Und Gregoritsch natürlich hätte sich über den Ball auch gefreut. In der zweiten Halbzeit schlief das Spiel fast ein. Der FC Augsburg zog sich zurück, aber der VfB Stuttgart kam jetzt deswegen etwas aus den Puschen. Donis testet nach 69 Minuten mal Marvin Hitz. Netter Abschluss, hätte durchaus ein Tor verdient gehabt, aber Hitz ist eben auch keiner, mit dem man spaßen kann. Eine Viertelstunde vor dem Ende und die Partie drohte wirklich einzuschlafen. Es stand nach wie vor 0:0 und beide Teams brachten nicht so viel auf die Reihe. Allerdings das Zepter, das Augsburg in der ersten Halbzeit noch in der Hand hatte, übergaben sie scheinbar in den Katakomben feierlich den Stuttgartern, denn die waren jetzt die einzigen, die hier noch etwas Produktives zustande bringen. Und so kam sie auch noch mal kurz vor dem Ende. Donis auf Gomez mit dem Hackenball auf Santiago Ascasiba. Aber das war auch wieder symptomatisch für diese Partie, die im Endeffekt mit 0:0 für beide Teams einen Punkt bereithält. Das Spiel war nicht sonderlich gut, aber nichtsdestotrotz mit einem Punkt werden beide leben können. Stuttgart baut das Auswärtspunktekonto auf 3 auf und der FC Augsburg hat zumindest einen Punkt mehr im Kampf gegen den Abstieg.
Ebenfalls am Sonntag, aber abends dann Gladbach gegen Borussia Dortmund. Der Direktvergleich ist für Gladbach negativ. 32 Siege, 28 Unentschieden und 35 Niederlagen. Und diese Partie ist immer torreich. 5 Tore im Schnitt in den letzten 6 Spielen. Borussia Dortmund ist in der Rückrunde jetzt durch das 2:0 gegen den HSV das erste Mal auf einem direkten Champions-League-Platz. Und das Hinspiel konnten sie mit 6:1 recht deutlich gestalten. In Mönchengladbach ist so ein wenig die Tristesse eingekehrt in den letzten Wochen. Sie können scheinbar nicht mehr gewinnen und mit Borussia Dortmund kommt natürlich ein starkes Team in den Borussia-Park. Aber mit der Aufstellung, die es in Stuttgart nicht sonderlich gut gemacht hat, sollte es heute klappen. Aber Bobadilla war in der Doppelspitze zu finden. Statt Hazard, der jetzt über links kam, Grifo nur auf der Bank. Und damit sollte es gegen den BVB, der mit einem 2:0 gegen den HSV hier antrat, doch positiv ausgehen. Aber Dortmund hatte natürlich etwas dagegen zu halten. Insbesondere Batshuayi in der Spitze. Aber auch die offensive Dreierreihe um Schürrle, Reus und Pulisic sorgte hier direkt von Beginn an für Gefahr. Reus erstmal mit dem verunglückten Flankenball, aber Gladbach kriegt da den Ball nicht raus. Schürrle macht ihn scharf. Pulisic, Weigl, Julian Weigl auf Schürrle. 0:1, 4. Spielminute. Das 2. Saisontor für André Schürrle bringt die frühe Führung für Dortmund. Der Gästeblock war natürlich begeistert. Sie konnten es kaum glauben. Das ging hier wirklich schnell und Gladbach spielt sich hier direkt mal in eine schlechte Ausgangslage. Das hatten sie sich sicherlich anders vorgestellt. Aber sie wachten dann auf und spielten gut nach vorne. Bobadilla auf Dennis Zakaria. Und der hat die Übersicht. Nico Elvedi ist kein Abschlussstürmer. Deswegen kriegt Bürki den Ball direkt in seine Arme. Jetzt eine halbe Stunde gespielt. Gladbach versuchte es weiter und hatte die Chancenüberlegenheit. Stindl testet Roman Bürki, aber der war auf der Hut und verhindert das 1:1. Borussia Dortmund kam dann immer wieder zu Nadelstichen. Das ist über die rechte Seite Pulisic. Das geht zu einfach. Batshuayi macht ihm den Weg frei und André Schürrle macht dann das 0:2. Doppelpack André Schürrle. 39. Spielminute. Borussia Mönchengladbach stand trotz einer guten Partie hier erstmal vor der nächsten Niederlage. Schürrle ist natürlich am zweiten Pfosten viel zu frei. Für Tobias Sippel ist dann keine Chance. Aber die zweite Halbzeit. Castro führt da den Ball. Dann mit so einem Bock auf Lars Stindl. Schöner Ball auf Raphael, der ist reingekommen. Gerade in der Halbzeit, 4 Minuten auf dem Feld. Raphael macht die Partie direkt wieder spannend nach Wiederanpfiff. Bürki kann es nicht fassen, was für ein Lapsus von Gonzalo Castro. Völlig unnötig, so ein missglückter Ball. Und so macht man sein Gegenüber natürlich wieder heiß. Besonders die Gladbacher Fans, die jetzt wieder voll auf der Höhe waren. Unmittelbar nach der Pause. Und Gladbach nahm diesen Schwung mit. Raphael auf Hermann. Patrick Hermann mit dem nächsten Abschluss. Roman Bürki ist dazwischen. Und verhindert den postwendenden Ausgleich. 63. Spielminute. Gladbach wirklich ansehnlich. Jetzt mittlerweile in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit waren sie auch schon nicht schlecht drauf. Da stand es allerdings eben noch die 0 auf der Tafel bei ihnen. Und hier müssen sie aufpassen, dass sie nicht 10 Minuten vor dem Ende von Mario Götze fast das 1:3 kassieren. Und damit natürlich die Entscheidung. Aber wie gesagt, Gladbach war ja die kompletten 90 Minuten nicht die schlechtere Mannschaft. Auch in der ersten Halbzeit nicht. Fehlte allerdings der Abschluss. Aber Dortmund wurde nervös. Jetzt Toprak mit diesem Fehler. Was macht Dortmund denn in dieser Phase des Spiels? Lars Stindl, Ausgleich. Die Fohlen profitieren von zwei eklatanten Abwehrfehlern und sind damit wieder in der
Partie. Roman Bürki kann es nicht fassen und Peter Schlöger und jeder Fan auf der Tribüne ist fassungslos. Was sind das für Abwehrfehler? Sokratis war nicht dabei, weil Akanji und Toprak die Innenverteidigung stellten. Ist sicherlich ein Gedanke, den man im nächsten Spiel mal etwas umbauen könnte. Toprak schenkt also im Endeffekt mit Castro zusammen die Punkte her. Gladbach erkämpft sich ein verdientes 2:2 und Dortmund muss sich ärgern, dass sie diese Fehler nicht abstellen konnten. Den Abschluss machen dann in der Commerzbank Arena Frankfurt und Leipzig am Montag um 20.30 Uhr. Frankfurt konnte die letzten 5 Pflichtheimspiele allesamt ohne Niederlage gestalten, sind allerdings gegen RB Leipzig in der Bundesliga noch sieglos. 0 Siege, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen. Das Hinspiel gewann die Bullen mit 2:1 und durch den Erfolg gegen Augsburg am letzten Freitag sind sie wieder auf Platz 2. Das erste Montagabendspiel der Saison also lautete Frankfurt gegen Leipzig. Zwei formstarke Teams trafen aufeinander. Radetzky im Tor, der einmal patzte gegen Köln. Im Endeffekt allerdings keine negativen Auswirkungen auf das Ergebnis hatte. Ansonsten, wie gewohnt, die Aufstellung der Eintracht. Die Gäste aus Leipzig nach dem 2:0 vor anderthalb Wochen gegen Augsburg ebenfalls unverändert. Brümer und Keita auf der Doppel-10 und vorne Werner und Paulsen sollten dann letztendlich für die Tore sorgen. Es richtete sich also eigentlich jeder auf ein gutes Spiel ein und das bekamen wir besonders zu Beginn. Frankfurt stark, Wolf ist das mit dem Abschluss. Schöne Parade von Gulaschi, der da mit dem Knie den Ball irgendwie abwehrt. Muss natürlich in der kurzen Ecke sein, aber macht er souverän. Bringt den Ball aus dem Gefahrenbereich zur Ecke, aus der nichts wurde. Und Frankfurt spielte gut nach vorne. Rebic luckt sich da den Ball ab und macht das 1:0 für Frankfurt nach 23 Spielminuten. Die verdiente Führung für die Eintracht. Leipzig in der Anfangsphase überfordert von starken Frankfurtern. Da bekommt Orban den Ball nicht weg aus der Gefahrenzone. Und Ante Rebic eröffnet diese Partie, was die Tore angeht. Leipzig kam nach 37 Minuten dann mal nach vorne und machte etwas Gefährlicher auf sich aufmerksam. Paulsen und irgendwie kommt Brümer der Ball vor die Füße. 38. Minute. Der Ausgleich aus dem Nichts. 4. Saisontor für Brümer. Und damit schmeichelhafter Ausgleich für Leipzig. Die Gästefans freute es natürlich. Paulsens Schuss wird noch abgewehrt. Kampels Schuss auch. Radetzky sieht in der kurzen Ecke nicht ganz glücklich aus. War aber ein straffer Schuss. Ist dann schwer für den Finn, den zu halten. Aber vor der Pause dann nochmal Leipzig. Naby Keita über die linke Seite. Leipzig wurde stärker. Timo Werner kann sich da drehen, hat dann die Übersicht und Paulsen scheitert ganz knapp an seinem etwas schwächeren linken Fuß. Fast das 2:1 noch vor der Pause. Radetzky muss aber nicht eingreifen. Zweiter Durchgang. Frankfurt wurde wieder stärker und Danny da Costa versucht hier direkt in der 56. Minute aufs 2:1 zu stellen. Peter Gulaschi allerdings ist zur Stelle und pariert den Ball mit den Fingerspitzen. Und nach einer Stunde dann wieder Frankfurt. Gulaschi kriegt den Ball nicht weg und Haller hat dann Pech, dass auf der Linie Kevin Campbell bereitsteht und den Ball klären kann. Das wäre das 2:1 gewesen und der direkte Gegenangriff über die rechte Seite. Kevin Campbell, schöner Ball auf Timo Werner, der dreht sich da. Schöne Täuschung, Aluminium. Die stärkste Phase jetzt in der Partie, wo durchaus ein Tor hätte fallen können. Aber so kam Leipzig. 10 Minuten vor dem Ende nochmal. Augustin,
trifft nur den Pfosten. Fallett klärt dann in allerletzter Not. Es bleibt im Endeffekt also beim 1:1. Beide Teams werden damit leben können. Schöne Partie zum Abschluss des 23. Spieltags und zur Eröffnung der Montagabendspiele in der ersten Fußball-Bundesliga. Jo, hier seht ihr nochmal alle Ergebnisse der Prognose und meine Tipps dazu. Tippt auch ihr immer gerne in den Kommentaren mit, lese ich mir immer gerne durch. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr immer so eifrig dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch über ein Abo oder eine Bewertung freuen. Ansonsten viel Spaß bei der Bundesliga. Wir sehen uns wahrscheinlich am Montag bei der Champions League, dann auch mit deutscher Beteiligung. Ansonsten schönes Fußballwochenende, macht's gut, bis dann und ciao.